Ich grüße euch, ihr Lieben. 2 Wochen sind's noch, dann ist wieder Valentinstag. Ihr müsst alle schön dran denken und was Kluges machen. 5 Tipps gibt's dafür heute von mir. So, da fangen wir auch direkt schon an. Tipp Nummer Uno von mir, der Klassiker, eine Philips Hue-Szene. Das heißt, ihr baut euch in der Philips Hue-App eben eure Lichtszene zusammen, macht so ein bisschen romantisches Stimmungslicht und packt das Ganze dann noch per Sprachbefehl an die Alexa dran. Das heißt, in der Alexa-App einmal Szenen suchen, Routine erstellen. Wenn ich sage, sorge für romantische Stimmung, dann Szene XY einschalten. Macht immer guten Eindruck. Alexa, sorge für romantische Stimmung. Da sind wir auch schon bei Tipp Nummer Duo. Und zwar baut ihr in dieser Szene am besten noch irgendwie eine coole Spotify-Playlist ein mit romantischer Musik, vielleicht von Joe Cocker was zum Striptease. Das baut ihr euch da ein und packt es gleich mit an die Lichtszene mit dran, sodass da ein schönes Gesamtwerk entsteht. Ja, Tipp Nummer 3 und wir bleiben beim Licht. Diese formschönen LED-Lichter hier, das sind so Kupferdrähte mit so ein paar LED-Bildern drin, kann ich nur empfehlen, weil damit macht ihr erstmal einen guten Eindruck. Das macht so ein bisschen gemütliche Atmosphäre, weil das einfach warmes Licht ist. Und wie ihr es smart einbinden könnt, dazu kommen wir jetzt. So sieht so ein Gerät hier aus. Das ist also dieser Kupferdraht. Da ist so eine Box dabei, da kommen irgendwie 3 Batterien rein. Und dann sind hier so 2 Schalter. Das ist auch wasserdicht übrigens, kann man also auch für außen benutzen. Dann kann man das hier einschalten, verschiedene Sachen auswählen und so weiter. Und das Coole ist, da ist auch so eine Fernbedienung dabei. Und da wird's spaßig. Klickt mal hier diese Box hier vorne hin. Da ist irgendwo ein Infrarotempfänger drin. Dann kann ich das ausschalten und einschalten und irgendein anderes Programm und weiß der Kuckuck, ja. Umschalten, dimmen, bla bla bla. Und das Interessante dabei ist, wenn ihr euch sowas hier anschafft, das ist der Broadlink AF Mini, RM Mini 3, aber den RF Mini gibt es auch. Der kostet irgendwie 16 Euro oder was und den könnt ihr an den I.O. Broker dranhängen. Damit kann man Infrarotsignale lernen und wieder aussenden. Das ist also ziemlich cool. Wer aber zum Beispiel eine Logitech Harmony hat mit dem Harmony Hub, damit kann man dann auch mit seiner HV Receiver Fernbedienung, die kann man praktisch, da kann man weitere Tasten dazu anlernen in der App. Dann haltet ihr am Ende dann diese Fernbedienung mit dem On-Knopf vor den Logitech Harmony Hub und dann mit dem Off-Knopf und dann mit der Nummer 4 und so weiter. Und dann habt ihr diese Tasten in der Harmony App und könnt dann Sachen steuern. Wer das dann auch im I.O. Broker hat oder irgendwie damit eine Szene verbastelt, um das dann wieder in Alexa reinzubringen, kann das dann auch zeitgesteuert machen. Ziemlich cool. Ansonsten aber haben diese ganzen Teile hier in der Regel einen coolen Mechanismus, wie ich finde. Und zwar haben die so einen 6-Stunden-Timer. Der 6-Stunden-Timer macht folgendes. Ihr schaltet es an, zum Beispiel um 17 Uhr. Danach ist es 6 Stunden an, danach 18 Stunden aus und dann wieder 6 Stunden an und so weiter. Hat halt den Vorteil, 17 Uhr an, 23 Uhr aus, 17 Uhr an, 23 Uhr aus. Jeden Tag. Ziemlich coole Sache. Damit kann man das auch außen einsetzen und sonst wo, wo man halt jetzt gerade irgendwie kein Infrarot oder irgendein Scheiß hat und das macht ja ziemlich coole Stimmung. Übrigens, 2 so Dinge a 10 Meter kosten irgendwie 10 Euro oder so. Ich verlinke euch die unten in der Beschreibung, könnt ihr mal reingucken. Dieses Teil verlinke ich euch auch. Tipp Nummer 4 von mir. Na, was macht man denn morgens, wenn man aufgestanden ist? Man geht ins Bad und dann in die Küche, Kaffee ziehen und so weiter. Dementsprechend haben einige von euch sicherlich im Bad einen Bewegungsmelder und so ein Alexa-Gerät. Da ist die Idee folgende. Wer morgens ins Bad geht und zwar am 14.02. morgens ins Bad geht, der löst ja natürlich den Bewegungsmelder aus und macht das Licht an. Er löst aber natürlich auch noch eine Routine aus, denn zum Beispiel den Philips Hue Bewegungsmelder könnt ihr in Alexa Routinen inzwischen verwenden. Wenn da also Bewegung erkannt wird, dann könnt ihr damit eine Routine starten. Ziemlich cool. Was macht ihr damit? Naja, ihr lasst Alexa was Nettes aufsagen. Zum Beispiel ein Gedicht, einen anderen netten Spruch oder ihr habt bestimmt auch schon andere Pläne für den Tag, eben einen tollen Ausflug, wie essen gehen, Tisch ist reserviert für so und so. Sowas Überraschungstechnisches kann man gut in sowas verstecken, ne? Dass man da einfach morgens ins Bad geht als Frau und dann kommt Alexa und sagt, hey, cool, hallo Julia, heute um 20 Uhr, nicht vergessen. Sowas in der Art, ne?
Kann man auch in der Küche machen oder sonst wo. Kann auch ein Gedicht sein. Das soweit als vierte Idee. Und Idee Nummer 5, die letzte, wie ich finde, ziemlich cool. Man kann das zum Beispiel mit diesem Zeug hier machen. Nehmt euch ein paar Reißzwecken für die Wand, schafft das Zeug in Herzform an die Wand. Es fällt kaum auf und macht natürlich einen coolen Effekt, wenn es dann irgendwie man das Licht gedimmt hat und vielleicht noch mit dem Gerät dann auch noch in der Routine von Alexa verbastelt hat, dass dieses Teil dann angeht, wenn man sagt, mache dies und jenes. Cooler Effekt. Oder auch, ihr geht in den Baumarkt, holt euch einen Lichtschlauch oder diese Philips Hue Light Stripes und legt die in Herzform auf den Boden oder macht es an die Wand. Das macht auf jeden Fall einen coolen Eindruck. Kann man ja mit schaltbaren Steckdosen schalten oder halt eben, wie gesagt, Philips Hue. Da geht es ja sowieso zu dimmen, rot, grün, blau und so weiter und so fort. So, das waren meine 5 Tipps zum Valentinstag. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie die bei euch funktioniert haben oder angekommen sind, angenommen wurden. Das würde mich schon interessieren. Oder auch Verbesserungen, weitere Ideen. Tauscht euch in den Kommentaren ruhig aus, wer hier die coolsten Ideen hat und sowas. Da kann man vielleicht ein bisschen was noch kombinieren. Ansonsten sage ich besten Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.